glaube, wir sind ein bisschen im Verzug, was den Zeitplan betrifft. Es liegt nicht an mir, sag's gleich dazu, weil wir in Zeiten leben, wo ich generell so für so ziemlich alles verantwortlich gemacht werde in dem Land, wenn etwas nicht nach den Vorstellungen der anderen Parteien läuft. Ich weiß, Sie sind sehr gespannt auf eine Stellungnahme von mir. Voilà. Ich bin hier, um diese Stellungnahme abzugeben. Ich habe ein paar Zettel vor mir liegen. Ich habe ein bisschen was notieren müssen, weil logischerweise einiges zusammengekommen ist, auch in der letzten Zeit. Wissen Sie, ich bin hierher gekommen mit einem Ziel. Und dieses Ziel lautet, Licht zu bringen. Nämlich Licht zu bringen in dieses dunkelschwarze ÖVP-Innenministerium. Und ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, wie viele Jahre es sind, dass dieses Innenministerium in schwarzer Hand ist. Fest steht jedenfalls, dass es in etwa 1,5 Jahre gewesen sind, wo ich Innenminister dieser Republik gewesen bin. Und in diesen 1,5 Jahren habe ich natürlich auch Einblicke bekommen in dieses System, das die ÖVP da über Jahre aufgebaut hat. Und ich glaube, dass der eine oder andere Einblick, den ich da bekommen habe, einer ist, der die Österreichische Volkspartei nicht gut aussehen lässt. Und möglicherweise sind diese Einblicke, die ich da dann gehabt habe, auch ein Mitgrund dafür, dass die ÖVP dann in diesen Maitagen des Jahres 2019 dann den Deckel auch irgendwo draufgehauen hat, im Innenministerium den Koalitionsvertrag gebrochen hat und gesagt hat, aber bitte das Innenministerium, das müssen wir uns wieder zurückholen, das geht nicht so weiter mit diesem Freiheitlichen da drinnen, der stört unsere Kreise. Und meine Damen und Herren, ich habe gestern die eine oder andere Medienanfrage gehabt und da bin ich gefragt worden, ja, wie ich das anlegen werde. Und meine Auskunft war sachlich. Genau, so möchte ich es anlegen. Sachlich. Und dieses sachlich, das ist genau das Gegenteil von dem, wie die Österreichische Volkspartei und wie auch die Grünen im Zusammenhang auch mit diesem Untersuchungsausschuss, mit dem Untersuchungsgegenstand und mit vielen, vielen anderen Dingen, die die Innenpolitik zurzeit beschäftigen, umgehen. Also Sachlichkeit ist meine Devise. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mir das anschaue, was sich da innenpolitisch tut, als stünden manche Parteien, insbesondere die ÖVP und jetzt auch die Grünen, sozusagen auf Kriegsfuß mit der Wahrheit. Und sachlich bedeutet, und das ist jetzt wichtig, sachlich bedeutet für mich, dass ich keinen Beitrag dazu leisten werde, das eigentlich wichtige Instrument dieses Untersuchungsausschusses für unsachliche Sudeleien, für Anwürfe über alles überhaupt, quasi völlig losgelöst von allem, zu missbrauchen. Und Sachlichkeit, meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, auch dasjenige, was sich die österreichische Bevölkerung im Zusammenhang mit einem Untersuchungsausschuss erwartet. Das Ganze kostet ja viel Geld. Und ich glaube, da soll es um seriöse Aufklärung gehen und nicht um irgendein Kasperltheater. Seriöse Aufklärung auf dem Boden der gesetzlichen Grundlagen. Die gesetzlichen Grundlagen, die da drinnen gelten, das ist die Verfahrensordnung des Untersuchungsausschusses oder für Untersuchungsausschüsse. Das ist sozusagen die eine sachliche Grundlage. Und die andere sachliche Grundlage, das sind Fakten. Das ist mein Zugang zu den Dingen und wir werden dann heute sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer hier das Gesetz und wer hier die Rechtsstaatlichkeit hochhält und wer vielleicht irgendetwas anderes vorhat. Licht ins Dunkel bringen, habe ich gesagt, in dieses dunkle Schwarz des ÖVP-Innenministeriums. Naja, ich habe natürlich meine Wahrnehmungen, nicht? Ich habe das schon angesprochen. Man kann sagen, es gibt vielleicht auch das eine oder andere zu enthüllen, zum Beispiel zum Thema Postenschacher. Postenschacher. Wie das ÖVP-System hier auch gegen mich gearbeitet hat und wie ich bearbeitet worden bin. Ja, Sie haben sehr die Zähne ausgebissen, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie keine große Gefreude gehabt haben mit mir, wie Sie es auf jeden Fall versucht haben. Und wir haben ja in den vergangenen Tagen eine Diskussion gehabt über diesen Landespolizeidirektor von Niederösterreich, den Herrn Popp. Ja, das ist ja nur ein Fall. Das ist ja nur ein Fall. Da gibt es noch einiges anderes zu berichten, wo die Österreichische Volkspartei Druck gemacht hat. Ich glaube allerdings, dass Ihr Mann fürs Grobe heute gar nicht da ist. Der Herr Sobotka ist, glaube ich, nicht zugegen, er ist irgendwo im Ausland. Gut. Diese Position Postenschacher hat auch eine Komponente Nehammer, die aus meiner Sicht sehr, sehr vielsagend ist. Mehr sage ich da jetzt noch nicht dazu.
Und natürlich habe ich auch Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Aktivität der Frau Staatssekretärin Edtstadler. Die war ja mir zugeteilt, die gehört ja auch zum Untersuchungsgegenstand. Sie braucht sich nicht fürchten, keine persönlichen Dinge. Also ich tue nicht umeinander psychologisieren, so wie sie das gerne macht, sondern da geht es um etwas ganz etwas anderes. Mir ist ja vorgeworfen worden, Verschwendung. Sie wissen, Kuli-Gate und Gratis-Logos, also lauter wirkliche Burner im Zusammenhang mit dem Thema Verschwendung. Aber ich glaube, es ist einmal wirklich interessant, auch im Zusammenhang mit dem Staatssekretariat, das sich ja die ÖVP so unbedingt gewünscht hat, einmal eine Kosten-Nutzen-Analyse darzustellen, um zu schauen, was hat das Ganze gekostet und was ist dort eigentlich gemacht worden. Natürlich, und ich glaube, da warten Sie alle darauf, muss ich auch ein bisschen was sagen zu diesem ganzen Themenkomplex Russland, Wirecard, BVT. Ja? Weil die ÖVP da ja behauptet hat, dieser Herr Ott, der da jetzt in Untersuchungshaft sitzt, der hätte bei mir irgendetwas werden sollen, irgendeine zentrale Position einnehmen sollen. Meine Damen und Herren, ich sage es in dieser Deutlichkeit, das ist eine glatte Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Ich kenne diesen Herrn Ott nicht. Ich habe diesen Herrn Ott nicht gekannt, außer von diesen Berichten in irgendwelchen Medien. Ja, und ich habe auch gar kein Interesse, diesen Herrn Ott kennenzulernen. Und deswegen war der Herr Ott für mich überhaupt kein Thema, weder in einer zentralen Stelle, noch in einer dezentralen, noch überhaupt in irgendeiner Stelle. Das muss man mal in dieser Deutlichkeit festhalten. Faktum ist aber etwas anderes. In jede Position, in die dieser Herr Ott im Innenministerium gekommen ist, in jeder dieser Positionen, von denen aus er dann offenbar auch sein Spionagenetzwerk und seine Informationsabsaugung betrieben hat, ist er in der politischen Verantwortung der Österreichischen Volkspartei gekommen. Das geht ja gar nicht anders. Ja? Und Fakt ist auch, dass die Quellen und die Informanten, die er da offenbar angezapft hat im Sicherheitsapparat, ja, dass das lauter Leute gewesen sind, die auch unter ÖVP-Verantwortung im Innenministerium tätig gewesen sind, die von denen eingestellt worden sind, die unter Sicherheitsbedingungen gearbeitet haben, die ÖVP-Minister zu verantworten haben, die von ÖVP-Ministern sicherheitsüberprüft worden sind und so weiter und so weiter. Das Ganze, was wir also hier sehen am Beispiel Ott, ist ein Vollversagen der Österreichischen Volkspartei. Und ich möchte es kurz einfach auf den Punkt bringen, man kann es auch so formulieren, da wo Russland, Spion Masalik und Wirecard und das alles draufsteht, dort ist zu 98 oder zu 99% Österreichische Volkspartei drinnen. Ja? Und dann haben wir vielleicht noch 1 oder 2%, und das sind dann Berührungspunkte oder Kontakte zu anderen Parteien. Aber ich glaube, das betrifft das ganze Parteienspektrum, und wenn ich richtig informiert bin, dann glaube ich, betrifft es auch Medien. Aber das Interessante ist ja dann auch dabei wieder, dass man sagen muss, dass diese Kontakte da ja auch wieder über Leute laufen, die der ÖVP zuzurechnen sind. So wie zum Beispiel dieser Herr Stermann, das ist ja kein Blauer, von dem wir da jetzt etwas gelesen haben, sondern das ist ja Schwarzer, der gemeinsam mit dem Herrn Strasser die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft gegründet hat vor vielen, vielen Jahren. Und meine Damen und Herren, diese ÖVP-Kontakte zu Russland-Spion Masalek über eine so lange Zeit und sozusagen in einem so engen Verhältnis und das Ganze auf einer so hohen Ebene, wo das politisch angesiedelt war, das ist wirklich beängstigend. Und wir werden das alles Stück für Stück darlegen. Ich glaube nur nicht, das sage ich auch ganz ehrlich, dass dieser heutige Untersuchungsausschuss der Ort dafür ist, weil einfach der Untersuchungsgegenstand das nicht hergibt. Ja? Und ich kann auch nichts dafür, dass ihn die ÖVP so formuliert hat, wie sie ihn formuliert hat. Ja? Aber es gelten halt Gesetze, an denen man sich halten muss. Für mich gilt das zumindest, dass sich die ÖVP manchmal alles herausnimmt und sich über alles und jedes hinwegsetzt. Das ist ihr Problem, aber nicht meines. Wir werden aber dieses Netzwerk auf jeden Fall aufzeigen. Ja, selbstverständlich werden wir das tun. Das hängt ja nicht am heutigen Tag. Das ist ja gar keine Frage. Das wird der ÖVP nicht erspart bleiben, dass wir das auseinander filetieren und ausbreiten. Und ich glaube, dass dieses Wissen und etwas Zweites, nämlich, ich sage mal so, eine panische Angst, dass da irgendetwas aufkommt im Zusammenhang mit den seltsamen Ermittlungsaktivitäten nach dem dubiosen Ableben des Herrn Bilnacek, Stichwort Laptop. Und dazu noch die Frage, die panische Angst, was ist denn auf diesen 3 Handys da drauf, ja, dass die ÖVP sozusagen aus dieser Kombination heraus absolut verängstigt ist. Und diese ganze Verängstigung, die hat man dann erlebt beim Auftritt des Herrn Karner in der Zeit im Bild 2.
Ja, also das war ja ein Stück Fernsehgeschichte, muss man sagen. Und das ist der Hintergrund, logischerweise. Ja. Und meine Damen und Herren, ich weiß, dass das alles recht kompliziert ist und recht vielschichtig, diese ganzen Verbindungen. Aber eines ist klar, die sind deshalb so kompliziert und so vielschichtig, weil sie über so viele Jahre aufgebaut worden sind, weil sie über so viele Jahre gewachsen sind, weil sie sich über so viele Jahre entwickelt haben. Allein das spricht ja schon dafür, dass das in den Bereich der Österreichischen Volkspartei gehört. Sie müssen sich nur ein Bild vorstellen, so in der Mitte ist ja so eine Kugel. Und auf dieser Kugel steht dann drauf Wirecard, Russland-Spion, Masalek, und da muss man immer den Herrn Braun gleich mit dazu nehmen. Das ist sozusagen das alter Ego vom Herrn Masalek, und dort docken dann eben verschiedene andere Personen an. Und ich möchte nur ein paar nennen, wie die dann zusammenhängen, das werden wir dann schon an anderer Stelle präsentieren. Aber da sind wir dann einmal bei den Herren Ott, und wenn man beim Herrn Ott ist, dann ist man beim Herrn Weiß. Und wenn man beim Herrn Weiß ist, dann ist man beim berühmten Referatsleiter Bircher. Das ist derjenige, der, glaube ich, aus dem Büro des Nationalratspräsidenten Kohl gekommen ist. Wie das geht, das weiß ich auch nicht, dass man aus dem Büro des Präsidenten Kohl kommt und dann irgendwo eine Spionage, ob wer Chef in Österreich wird. Das ist eine Komponente. Da hängt an dieser Kugel dran der Herr Ullmann. Sie wissen, der Herr Ullmann ist wiederum der ehemalige Kabinettschef des ÖVP-Innenministers Ernst Strasser. Das ist wieder der Herr Strasser, der mit dem Herrn Stermann die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft gegründet hat. Und die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, das war wieder diejenige Plattform, wo wir alle dieses wunderbare Foto kennen, vom einzigen Innenminister, wo ich davon weiß, dass der tatsächlich ein Tête-à-Tête mit dem Herrn Masalek gehabt hat. Und der heißt Wolfgang Sobotka. Also Sie sehen schon, das passt alles ganz hervorragend zusammen. Also Sobotka muss man natürlich auch nennen. Und dann muss man einen Namen nennen, den Sie wahrscheinlich bisher noch nicht so am Radar gehabt haben, und das ist der Name Michael Spindelegger. Den müssen wir auch nennen, weil dieser Michael Spindelegger, der ist nämlich der Chef, der Präsident oder wie auch immer das heißt, von einer Organisation, die nennt sich ICMPD. Das wird jetzt zu weit führen, aber das ICMPD, das ist ein Liebkind des Innenministeriums, da geht viel Geld hinein, und die arbeiten in ganz gleichen Betätigungsfeldern wie wer? Wie der Herr Masalek. Ja? Also das ist die nächste Verbindung, die es gibt. Dann muss man den Herrn Schüssel nennen, von dem wir ja wissen, dass er den Herrn Masalek in seiner Villa in München besucht hat. Der Herr Schüssel wiederum ist sozusagen der Ziehvater des Herrn Spindelegger. Der Herr Spindelegger ist der Ziehvater des Sebastian Kurz. Den muss man auch nennen, weil der hat im Bundeskanzleramt einen Think Tank betrieben. Und ständiger Gast bei diesem Think Tank war der Herr Braun, das alter Ego vom Herrn Masalek. Das ist total interessant. Und dann gibt es noch viele, viele weitere Bereiche. Zum Beispiel den jetzigen Bundespolizeidirektor Takacs, ja, der ja eine lange Karriere im Innenministerium hinter sich hat, und von dem haben wir auch Informationen, oder über den haben wir auch Informationen, dass sich der vor ein paar Jahren öfters mit dem Herrn Masalek getroffen haben soll. Ja. Sie sehen also, wohin man schaut, und zwar auf höchster Führungsebene, immer Verbindungen zwischen Russland-Spion Masalek und der österreichischen Volkspartei. Ja, und jetzt sage ich Ihnen noch etwas zu dieser angeblichen Russlandfreundlichkeit der Freiheitlichen Partei oder von mir. Ja, ich persönlich habe überhaupt gar keinen Bezug zu Russland. Weder bevor ich Innenminister geworden bin, während meiner Zeit als Innenminister, dann beruflich beim einen oder anderen Besuch und danach dann auch nicht mehr. Das ist einmal das eine. Aber zum Zweiten darf ich Sie an etwas erinnern. Es hat im Jahr 2018 eine große Geschichte gegeben, viele Medien haben darüber berichtet, und zwar intensive Ermittlungen in einem Verfahren gegen einen russischen Spion. Die Medien waren da eigentlich ziemlich voll davon. Das war ein Herr, der sich seit 25 Jahren da irgendwo im österreichischen Bundesheer eingenistet hat und dort aktiv gewesen ist, hat 25 Jahre dort spioniert für Russland. Und die Ermittlungen damals in diesem Jahr 2018, die sind sozusagen operativ über Salzburg gelaufen. Der Landespolizeidirektor Ruf, der dann später Generaldirektor für öffentliche Sicherheit gewesen ist. Und dieser Landespolizeidirektor ist immer wieder zu uns ins Haus gekommen, zu mir persönlich,
aber auch zum Generalsekretär Goldgruber und hat informiert. Und sozusagen wir haben dafür gesorgt, ja, dass diese Ermittlungen entsprechend weitergehen kann, dass er alles braucht, was er bekommt, dass er entsprechende Ausstattung hat, dass er die richtige Unterstützung hat. Und es ist dann auch tatsächlich gelungen, diesen Spion dingfest zu machen. Der ist dann in U-Haft gekommen, glaube ich, im November oder was, 2018, und ist dann auch verurteilt worden. Also wenn wir die große russlandfreundliche Partei wären, dann wäre das ein bisschen ein seltsamer Umgang mit einem russischen Spion. Ja, also das passt auch hier nicht zusammen. Ja, und meine Damen und Herren, abschließend noch etwas Wichtiges. Das richtet sich natürlich auch ein bisschen an die Wähler. Es ist schon interessant, möchte ich einmal sagen, dass die ÖVP ihr Interesse an Aufklärung im Zusammenhang mit Inseraten, Verträgen und Postenschacher, was die SPÖ betrifft, schlagartig verloren hat. Ja, ich meine, zuerst haben sie einen Untersuchungsausschussgegenstand so zusammengezimmert, der so lang ist, also gerade nicht bis zum Urknall, aber recht lange zurückliegend, damit man die SPÖ dort irgendwo mit einfangen kann. Und das ist sehr, sehr interessant, dass jetzt plötzlich 0,0 Interesse an irgendwelchen, sage ich mal, Machenschaften der Sozialisten vorhanden ist. Dabei waren die sehr, sehr lange in wichtigen Positionen. Ja. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass hinter den Kulissen wieder eifrig gebackelt wird, dass das System wieder zusammenhängt. Das ist genau der Punkt, dass man da an einer Neuauflage dieser Koalition mit ein paar Ergänzungen durch entweder rosa-rot oder auch grün oder möglicherweise auch beides arbeitet. Das heißt, das System hängt sich hier zusammen. Die Botschaft an den Wähler in dem Bereich ist keine Veränderung. Alles soll weitergehen wie bisher. Was ihr macht, ist wurscht. Wir haben uns schon verständigt. Und damit entsteht quasi hier auf der politischen Ebene das gleiche System, das gleiche Parteienkonglomerat, das wir auf wirtschaftlicher Ebene gerade bei Signa erleben. Das sind dieselben Farben beieinander, nur ist es halt im Wirtschaftsbereich so. Ja, und möglicherweise ist es dann eben auch bald in einem der größten Kriminalfälle dieser Republik so, weil es ist davon auszugehen, dass Signa ein solcher sein wird. Ja, und das Angebot dieser Einheitspartei an die österreichische Bevölkerung ist weiter wie bisher, nichts soll sich ändern. Und da formiert man sich heute und der Feind ist die Freiheitliche Partei und der Oberfeind, das bin dann ich. Und diese Formation passiert überall und ich nehme mal an, sie formieren sich auch im Untersuchungsausschuss. Ja. Weil wir natürlich Gegner dieses Systems sind, das ist klar, da sind wir die Gegner, aber dafür sind wir die Freunde, die Beschützer und die Verteidiger der österreichischen Bevölkerung. Und jetzt gehe ich in den U-Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kopp, der fortgeschrittenen Zeit können wir leider keine Fragen mehr nehmen. Die Vorsitzende startet bereits wieder. Ja. Bitte schön. Wohin? Dann. Wiedersehen.